Hey, warte mal. Was? Lies dir das mal durch. Was ist das jetzt? Liebe Carina, hiermit laden wir dich und deine Klasse herzlich dazu ein, zu eurer nächsten Klassenfahrt von unserem Kamerateam begleitet zu werden. Und viel Spaß bei dem Abenteuer eures Lebens. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Das hier ist wirklich ein sehr, sehr aufregendes Video für mich, denn eine neue Klasse wird nächste Woche auf Klassenfahrt gehen. Wir produzieren die neue Staffel. Ab nächster Woche Mittwoch fahren wir los. Wir fahren dieses Mal nach Warschau, das schon mal als erste Information. Das heißt, die neue Klassenfahrt geht nach Warschau. Dort drehen wir mit einer komplett neuen Klasse. Und das Video heute ist dazu da, euch mal zu updaten. Wer ist vor allem so in der neuen Klasse am Start? Ich glaube, da sind auch viele sehr, sehr gespannt. Also wie viele aus der alten Klasse sind vielleicht in die neue Klasse versetzt worden und wie viele neue Schüler vor allem, denn das ist ja unsere Idee, jetzt mit der neuen Staffel Krass-Klassenfahrt auch eine neue Klasse auf Klassenfahrt zu schicken. Wer sind da so die Schüler, Schülerinnen und vielleicht auch Lehrer, Lehrerinnen? So. Ich habe auch auf Instagram gefragt, was erhofft ihr euch so von der neuen Staffel? Da werde ich gleich mal in die Kommentare schauen. Das war nämlich ein Feedpost bei mir auf dem Account Jonas Wuttke. Ab jetzt übrigens nicht mehr Jonas Wuttke Unterstrich. Ja, der Unterstrich ist weg. Es ist gepackt, es ist geschafft. Ich bin unglaublich froh darüber. Ich heiße jetzt Jonas Wuttke auf Instagram. Das sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die man bewegt. Ja, und los geht's mit den Infos zur neuen Staffel. Ich denke, das Spannendste ist wirklich für euch alle, deswegen habt ihr euch eingeschaltet. Ich glaube, das Video wird irgendwie heißen, das ist die neue Klasse, diese Klasse, Krass-Klassenfahrt. Das ist die neue Krass-Klassenfahrt-Klasse. Deswegen fange ich damit auch direkt mal an. Wer sind jetzt die neuen Schüler? Damit ich niemanden vergesse, habe ich mir das hier auch einmal aufgeschrieben. Erstmal vielleicht zu Beginn, wer sind denn die Schüler, die aus der alten Klasse dabei sind? Jonas hat das Voting gewonnen, also Jonas Ems. Mega spannend ist aber, dass er eine neue Rolle in Krass-Klassenfahrt spielen wird. Das heißt, in der nächsten Staffel ist er als ein neuer Schüler mit am Start. Wir müssen uns also so ein bisschen von Kenneth verabschieden. Vielleicht taucht er ja auch nochmal auf. Mal sehen. Aber er wird einen neuen Schüler spielen. Genau, das will ich aber auch gar nicht. Eigentlich ist es schon fast so ein kleiner Spoiler. Ich werde versuchen, es so spoilerfrei wie möglich zu machen. Und außerdem wird dabei sein Stanley, der dann Zweiter im Voting war. Und tatsächlich Nathan als Stanley, also Kekse TV. So viele Namen, du hast zu viele Namen. Das ist dann einfacher, wenn man keinen extra YouTube-Namen noch hat. Ich glaube übrigens, das ist hier eine Wette, die mache ich jetzt hier auf. Irgendwann wird Nathan als Kekse TV seinen YouTube-Kanal, vielleicht auch sein Instagram-Profil, wird er umbenennen in Nathan. Das ist hier eine Wette, genau. Mal sehen, wann es passiert. Ich wette auf jeden Fall hier an der Stelle, vielleicht sogar im Laufe des nächsten, ich mache mal 2 Jahre draus. In den nächsten 2 Jahren wird er sich umbenennen. Und dann werdet ihr sagen können, Jonas Wuttke hat es damals gesagt in diesem Video. Also ich wäre mega happy, wenn das dann irgendjemand sagt. Ansonsten werde ich das dann machen. Genau, der wird wieder am Start sein. Und zwar ist er sitzen geblieben und ist in der neuen Klasse dabei. Außerdem, um das hier schon mal zu droppen, wird seine Freundin mitspielen. Also im Real Life seine Freundin. Nika Sophie ist auch mit dabei. Ich blende hier immer Fotos ein zu den Castmitgliedern. Könnt ihr die auch mal sehen. Jetzt wird es draußen wieder dunkel. Ja, man kann das mit der Lichtsetzung bei YouTube-Videos kann man vergessen. Ja, ich hoffe, aber jetzt sieht man den Hintergrund mehr. Leuch. Außerdem, ihr habt es alle schon gesehen, das habe ich hier, glaube ich, auch ins Pre-Intro geschnitten, ist natürlich Sonny am Start als neue Schülerin der Klasse. Ich werde jetzt noch nicht viel über die Rollen verraten, erstmal nur sagen, wer ist der neue Cast so, weil all das soll euch dann natürlich auch überraschen, was für abgedrehte Schüler, Schülerinnen, die dieses Mal wieder alle spielen so. Das wäre ja langweilig, wenn ich das jetzt alles schon verrate. Das heißt, Sonny ist auch wieder mit am Start. Alex Wie wird auch dabei sein. Könnt ihr hier aber ein Foto sehen, den kennt ihr sicherlich auch alle. Genauso wie Marie Dahmen, da könnt ihr hier auch einmal ein Bild sehen. Piano ist auch Teil der neuen Klasse, auch darauf bin ich sehr gespannt. Spielt eine sehr, sehr unterhaltsame Rolle auf jeden Fall, wie eigentlich alle. Wir sind, also ich muss wirklich sagen, so die letzten Wochen, Tage waren davon geprägt, dass wir unglaublich wenig geschlafen haben und einfach sehr, sehr viel so dran gearbeitet haben. Das ist jetzt doch auch für uns eine sehr besondere Situation, einfach eine komplett neue Klasse zu konzeptionieren. Wir haben jetzt auch über die letzte Woche dann die ganzen Skripte geschrieben, vorher natürlich über die Handlung sehr viel nachgedacht. Das sind jetzt insgesamt auch, wir drehen ja mit Improvisationsskripten, das heißt, es ist nicht jeder Dialog gescriptet, aber es stehen immer so die Plotpoints, also die Handlungspunkte, was so in einer Szene passiert, stehen immer aufgelistet untereinander und diese O-Töne, also wenn jemand so dasteht und an der Kamera vorbeispricht, die sind immer komplett gescriptet. Da sind jetzt auch wieder irgendwie 60 Seiten Drehbuch entstanden.
Wir haben alles Mögliche jetzt geplant, damit auch alle sicher in Warschau ankommen, wir dort drehen können. Und das wird ja einfach sehr, sehr spannend, so eine komplett neue Story. Und ich muss sagen, also wir sind echt gerade sehr, sehr happy. Es geht wirklich in eine neue Richtung, so vor allem im Verlauf der Staffel, was da so abgeht und passiert. Das wird schon sehr, sehr aufregend und ich bin schon unglaublich gespannt, was ihr am Ende dazu sagen werdet. Genau, kommen wir zu den weiteren Castmitgliedern. Außerdem ist Just Chun Teil des Casts, auch da freuen wir uns unglaublich drauf. Außerdem Jennifer Saro als neue Lehrerin, um das hier schon mal so zu verraten. Das heißt, wir haben wieder eine Lehrerin für die Klasse, Annika Teller und Selina. Und genau, ich werde auch wieder mitspielen. Nicht mehr als Zeus, der Sextherapeut, aber eine neue Rolle, die diese Mütze trägt. Ja, das ist, fragt man sich auch, wie kann sowas eigentlich, ja, die kann sich eigentlich so drehen, propellermäßig. Huch, ist kaputt. Toll. Neue Requisite bestellen. Ja, irgendwann werden wir sowas haben wie eine Ausstattung bei Filmprojekten. Das hat sich, glaube ich, gelöst ein bisschen. Eigentlich kann die so, ich glaube, vor allem, wenn man es andersrum aufsetzt, dann kann die sich so drehen. Oh Gott, das sieht wirklich ganz furchtbar aus. Da fragt man sich aber auch wirklich, wie kann sowas eigentlich passieren, wenn man selber das Drehbuch schreibt, dass man am Ende diese Mütze trägt als Rolle. Ich werde sie auf jeden Fall bis zum Drehstart, muss sie noch repariert werden. Genau, das wird auf jeden Fall Teil meines Outfits sein. Meine Rolle heißt Jojo. Ja, genau, so viel schon mal dazu. Ansonsten kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich ja sehr, sehr aufgeregt bin, irgendwie mit so vielen neuen Leuten jetzt auch auf diese Reise aufzubrechen. Wir haben auch wieder eine sehr, sehr schöne Location, auch da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, deswegen auch auf jeden Fall dem Krass-Klassenfahrt-Account auf Instagram folgen. Das war ja schon die letzten Male immer so, dass wir da Stories während des Drehs immer jeden Tag gepostet haben. Das wird auch dieses Mal wieder so sein. Das heißt, da auf jeden Fall einmal folgen, natürlich auch meinem Account folgen. Ich werde auch die ganze Zeit vom Dreh Stories posten und so. Das heißt, da könnt ihr nächste Woche schon wirklich so erste Infos zur neuen Klasse dann bekommen. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr so glaubt, was diese ganzen Influencer, die ihr sicherlich auch alle kennt, so. Also es ist ja es ist eine tolle Besetzung. Wir freuen uns da sehr drauf. Deswegen schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was die so für Schüler spielen werden. Würde mich auf jeden Fall mal sehr freuen. Und genau, dann ja, müssen wir uns jetzt alle noch ein bisschen gedulden. Es wird dann im Oktober auf jeden Fall losgehen mit der neuen Staffel. Es wird wirklich eine ganze Menge passieren. Vielleicht wird ja auch dieses Mal Musik ein Thema, was wir bis jetzt ja auch noch gar nicht erzählt haben, so Richtung Songs, Krass-Klassenfahrt-Songs. Wir werden das Ganze alles mal schauen. So, wir planen da wirklich eine ganze Menge und haben echt richtig viel wieder vor mit der neuen Klasse. Ich glaube, das kann eine richtig, richtig schöne Sache werden. Ich werde jetzt nochmal hier bei Instagram schauen. Genau, auf Instagram habe ich euch gefragt, was erhoffst du dir von den neuen Folgen? Dass die gleichen Schauspieler dabei sind. Ja, also genau, ich habe jetzt ja auch gesagt, so wer aus der alten Klasse wieder am Start ist. Ich glaube aber tatsächlich, wir haben jetzt ja auch drei Staffeln so mit der gleichen Klasse gemacht und ja auch wirklich so eine ziemlich verrückte, abgedrehte Story erzählt, dass es jetzt vielleicht auch ein cooler Schritt sein könnte, was Neues zu wagen, weil es vielleicht sonst auch ein bisschen langweilig werden könnte, wenn so die gleichen Figuren immer in den gleichen Konstellationen irgendwas machen. Ich werde sie natürlich auch auf jeden Fall alle unglaublich vermissen und das heißt ja auch definitiv nicht, dass sie nie wieder auftauchen. Dass Kenneth dabei ist, ja, also Jonas ist dabei, aber wir haben jetzt ja auch so die Storyline von Kenneth auch über drei Staffeln so erzählt. Es ist ja auch ziemlich viel ihm so passiert, widerfahren und er hat eine Menge erlebt. Übrigens, eine Sache möchte ich hier an der Stelle anteasern. Das ist ja noch ein kleines Geheimnis. Ihr müsst wirklich sehr aufmerksam sein. Es wird demnächst noch einen Upload auf dem Krass-Klassenfahrt-Kanal geben. Ich zeige hier mal einen ganz kleinen Ausschnitt. Wir werden noch was von Kenneth sehen. Wir werden auch noch was, hier schreibt nämlich auch noch jemand, Kaya, einfach nur Kaya soll dabei sein. Vielleicht nicht in der neuen Staffel, aber es wird jetzt die Tage noch einen Upload auf dem Krass-Klassenfahrt-Kanal geben und der wird wirklich absolut verrückt. Es hat nochmal sehr viel mit Rhino Sheet zu tun. Das hier an der Stelle sei immer schon mal verraten und deswegen bleibt da auf jeden Fall dran. Also schaut mal so, aktiviert die Benachrichtigung bei Krass-Klassenfahrt. Ja, da wird es noch ein richtig lustiges Video geben. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Wir werden noch was von der alten 12B demnächst sehen oder einigen Schülern auf jeden Fall. Rhino Sheet Hüllen zu verkaufen. Will denn niemand Rhino-Shield-Schutzhüllen kaufen? Ich verkaufe Rhino-Shield-Schutzhüllen zu verkaufen. Wird Stanley mitmachen, weil er ja Zweiter beim Voting war? Ja, das wird er. Stanley ist Teil der neuen Klasse. Dass alles so bleibt, ist einfach mega cool. Viel besser als krass Schule. Ja, ist immer so lustig. Aktuell werde ich auch mega oft, ich bin jetzt auch nach Berlin gezogen, und mega oft dann immer auf der Straße angesprochen. Du bist doch der aus krass Schule, oder? Nein, nein, wir sind krass Klassenfahrt. Ganz anderes Format, ganz anderes Format. Dass sie genauso geil und unterhaltsam wird wie die vorherigen Staffeln und es ist egal, wer mitspielt. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Schlusskommentar. Wir sind auf jeden Fall auch gerade unglaublich
unglaublich gespannt. Das heißt, jetzt wisst ihr auch schon so, wer sind die Schüler, wer ist die Lehrerin der neuen Klasse. Freue mich drauf, bedanke mich jetzt fürs Einschalten. Schreibt alle eure Kommentare, alle eure Fragen, dann auch eure Meinung zum Cast und so weiter ab in die Kommentare. Ich werde alles lesen, auch versuchen da zu antworten, im nächsten Video zu antworten. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann und ciao, Freunde.